Ich habe die Ehre, Mac Lemmon, ein Baum, ein Mann, eine Zitrone anzukündigen. Hier vorne sind noch Plätze frei, wir haben gerade für euch gesungen. Ja, warum sage ich das? Weil nämlich, wenn man in eine Zitrone beißt, das macht witzige Gesichter. Und mit witzigen Gesichtern, Mimik, kann man kommunizieren. Und dafür haben irgendwelche Menschen, das erzählt er uns gleich, so kleine bunte Dinge erfunden, womit manche Leute exorbitant verschwenderisch umgehen. Manche WhatsApp-Nachrichten sind ja nur voller bunter Dinge, wohingegen andere Menschen einfach nur ja sagen. Und warum das so ist und wo das herkommt, wird uns der Quoten-Ösi, wie ich gehört habe, neben dem da, aber der andere Quoten-Ösi neben dem da, ja, schön hier vorne, uns erzählen, was das so auf sich hat. Und jetzt würde ich mal sagen, ihr zeigt mir, dass ihr es am Leben seid und ihr macht jetzt mal so richtig Lärm. Und zwar erst sagt ihr mal, huiuiuiui. Und jetzt sagt ihr, lemon. Und jetzt kriegt ihr mal so einen Superhelden in den Applaus, wie es ihr noch nie gehört habt, gell? Macht doch, was ihr wollt. Ja, ich habe schon viel erlebt, das noch nicht. Dankeschön. Charmster Diener. Hallo, ich bin der Mac Lemmon. Ihr findet mich auch in diesem Internet Sim Fediverse auf Matrix. Gemäß Ankündigung bin ich offenbar das. Und falls ihr über diesen Talk in diesen sozialen Medien irgendwie abranten wollt, macht doch ein Hashtag GPN19 und Emoji WTF, das passt immer. Macht das doch einfach dazu, das bietet sich an. Genau. Emoji, wie funktionieren die eigentlich? Hab ich mich auch gefragt, dann war da ein Rabbit Hole und dem bin ich dann verschwunden. Ist ähnlich komplex wie Zeitrechnung. Wer sich damit noch nicht auskennt, der Telegnom hat auf der Easterhack 19 einen guten Talk drüber gemacht, könnt ihr euch anschauen. Und die Entstehungsgeschichte von Emoji, die liegt schon einige Jahre zurück. Da brauche ich jetzt Handzeichen von euch. Wer glaubt denn, dass das so vor 10 Jahren angefangen hat, so mit den ersten Smartphones, da so mit Touchscreen und so, Hände hoch. Vor 10 Jahren? Zwei Hände im ganzen Saal, das ist dünn, ja. 20? 10, 15 vielleicht? Es geht um Geschichte, ja. Also vor 50 Jahren. Auch wieder so 15, 20. Vor 100 Jahren? Ein einsamer Mensch auf der Seite, der sich traut. Ansonsten ihr Raunen im Saal vor über 100 Jahren. Ja, na, wenn ich schon so hinrede, ne, was wird es wohl sein? Ja, also damals TM. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Damals vor 3670 Jahren vor Epoch Null. Wir beziehen uns auf eine ordentliche Zeitrechnung. Ja? Dankeschön für die Post. Ich habe hier Post bekommen. From someone on the internet. Emoji are wonderful and they simply work. Das ist ein Statement, dem werde ich auch nach dem Talk nichts hinzufügen können. \n, geschwungene Klammer auf, smiling face with heart-shaped eyes. Geschwungene Klammer zu, \n, das ist wahrscheinlich ein New Line. Rocket, okay, Hand Sign, Full Moon, Symbol, Cookie. Ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat, das war nicht so ausgemacht, aber ist cool. Danke an die C3 Post, das ist ganz wunderbar. Zurück zu unserer Geschichtsstunde. Anno dazu mal 3670 vor Epoch Null im Land der Hethiter. Das ist auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Wer geografisch ungefähr so bewandert ist wie ich, dem sei die Karte hier nahegelegt. Da unten Alasia, das ist heute Zypern. Das blaue ist Wasser, das andere ist Land. Das blaue Wasser links ist so das Mittelmeer und das Zipfelchen da oben rechts ist das Schwarze Meer. Und in der Stadt Karkemisch, das ist da so Mitte Osten auf der Karte, Mehrpunkt, wurde ein Tonkrug gefunden. Ein Tonkrug, aus dem Sherbet getrunken wurde. Sherbet ist sowas wie Limonade, was Süßes, was Nettes. Und auf diesem Smiley, auf diesem Tonkrug wurde ein Smiley gefunden. Da kann man jetzt sagen, das ist 4000 Jahre her, war das wirklich ein Smiley? Ja, das war wirklich ein Smiley. Die haben den Tonkrug
zusammengesetzt wieder und haben dann festgestellt, da sind sonst keine Malereien drauf, auf anderen Tonkrügen auch nicht. Und das mit der süßen Limonade passt einfach da dazu. Das war damals Niccolo Marchetti, Marchetti wahrscheinlich, das ist ein C zu wenig, der das mit einem Team auf der Universität Bologna damals gemacht hat und die haben das Ding ausgegraben. 229 Jahre vor Epoch Null. Ihr seht also, das sind so 3400 Jahre, da hat sich nicht viel getan. Nach anderen Zeitrechnungen, die andere unerklärbare Referenzpunkte sich ausdenken, wäre das ungefähr 1741. Da wurde in eine Unterschrift von Bernhard Hennet gefunden, der war Abt und Notar im Zisterzienserkloster in einem tschechischen Ort, dessen Namen ich absolut nicht aussprechen könnte. Falls du mir zu Hilfe gehen magst. mein Tschechisch ist definitiv nicht gut genug für Ortsnamen, für Bier reicht es gerade noch. Jedenfalls, da gab es einen Bericht über die Stadtkasse und der wurde entsprechend kommentiert, weil offenbar hat die Kasse ganz gut ausgesehen. 1923 gab es dann eine Ansprache von Abraham Lincoln noch im Transkript, auch so etwas Ähnliches. Ob das dann wirklich dieser zwinkernde Smiley Absicht war, schwer zu beantworten. 10 Jahre vor Epoch, auch noch ein relevanter Punkt für das Thema, beginnt die Arbeit an ASCII, dem American Standard for Information Interchange. Und da kommen wir noch weiterhin. Nachdem sich jetzt so nach Epoch Null die Ereignisse etwas dichter darstellen, schieben wir mal den Nullpunkt auf die linke Seite. Ja, ist immer noch die Zeitrechnung. Und 1972, da gab es ein Computersystem, das hieß Plato 4. Suggeriert, es gab davor eine 3, 2, 1, potenziell einen Plato 0. Das war Programmed Logic for Automatic Teaching Operations. Sah so circa grob so aus. Das ist ein Plato 5. Vom 4 habe ich leider kein freies Foto bekommen, das ich verwenden hätte können. Dieses Gerät konnte Mikrofisch darstellen. Das sind so kleine Filmarchivdinger. Hatte ein transparentes Plasma-Display mit 512x512 Pixel. Die Mikrofischbilder konnte man da drunter liegen. Das heißt, Text über den Mikrofisch darstellen, programmierbare Grafik, Schriften, eben diese Rückprojektion für Mikrofisch, Sprachsynthesizer, Audio-Recording, Audio-Playback, einen vierstimmigen Synthesizer und das alles am Anfang der 70er Jahre. Das Ding war ziemlich voraus. Was gab es dort noch? Emoji. Das Ding hatte nämlich in der Schriftfunktionalität eine Eigenheit mit Shift-Backspace, was möglich, den Cursor, ein Zeichen nach links zurück zu bewegen, ohne das Zeichen drunter, so wie mit dem Backspace, zu löschen. Und dann konnte ich ein weiteres Zeichen drüber schreiben. Also wenn ich das mit einer Schreibmaschine mache, ne, hinklopfen, einmal zurück, drüber klopfen, das ging dort auch am Bildschirm und beim Drucken. Und dann gab es halt so Zeichenketten, die man mit Shift Space aneinander gehängt hat und hat dann Buchstaben übereinander gelegt, so lange bis mit Wobtags ein Smiley rausgekommen ist. Oder mit Victorina, mehr so eine Schlange mit Zähnen oder was auch immer. An der Stelle danke an Brian Deere, der mir noch die Screenshots von diesem Ding geschickt hat. Ganz großartig. Also viele komplexe Sequenzen führen zu Smileys. 1982 war dann Scott Fallman auf der Carnegie Mellon Universität soweit und hat dann gemeint, so, naja, mit Doppelpunkt Minus und Klammer zu, könnte man ja so Texte, die vielleicht etwas ironischer gemeint sind oder nicht so ernst zu nehmen, markieren. Ja, er hat auch gemeint, die zu realistischen könnte man so markieren. Damit war auch der Frowny vorgeschlagen und yay, wir haben Emoticons. Großartige Erfindung. Diese nach links gedrehten Gesichter werden als sogenannte Western-Style-Emoticons bezeichnet. In der südlichen Hemisphäre werden sie gelegentlich auch mal umgedreht. Also falls ihr mit Australierinnen zu tun habt, kann euch das passieren. Wer unter Obsessive Compulsory Disorder leidet oder einfach nur ordentliche Klammerschachtelungen macht, hat damit definitiv Probleme, egal wie herum. Ja? Also auch wiederholtes Reisen über den Äquator hinaus hilft da nicht. Was war noch 1982? E-Mail. Das, was wir heute als E-Mail verstehen. Nein, in diesem Talk geht es nicht darum, fangt euch damit nichts an, das ist eine Warnung. Es gibt auch noch andere Stilrichtungen für Emoji. Da ist das Gesicht nicht so gedreht, dafür mehr von vorne zu sehen und aufrecht. Das ist der sogenannte japanische Stil. Die Dinge haben einen eigenen Namen und heißen Kao-Moji. Moji heißt Zeichen, so Character, Text, Zeichen. Und Kao heißt einfach nur Gesicht, Gesichtzeichen. So einfach ist es. Und
1986 wurde das in Japan zum Beispiel im ASCII-Net, also so Bulletin-Board-Systeme zum Einwählen, wurde das verwendet. Es gibt auch noch, wenn wir schon in Asien sind, schauen wir uns mal kurz um, einen koreanischen Stil, der wird in Hangul, dem koreanischen Schriftsystem, verwendet und die Zeichen heißen dort Yamo. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Sachen. Ja genau, das funktioniert nicht mehr mit reinem ASCII, da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Da brauchen wir dann auch noch ein Encoding. Bei Encoding denken viele das. Pro-Tipp, das könnt ihr mit ASCII nicht darstellen. Ja? Und wenn ich jetzt sowas habe, dann brauche ich natürlich auch irgendwie, um mir diese Emoticons oder später Emoji aussuchen zu können, weil es gibt so viele davon, also brauche ich einen Emoji-Picker. Und den gab es auch schon 1987. Hier ein schönes ein Bildschirmfoto, also wirklich ein Bildschirmfoto, ein Screenshot, aus einem Bulletin-Board-System namens Coconut aus San Diego in Kalifornien. Da gab es einen Emoji-Picker, wenn man dort gepostet hat. Das waren noch nicht aus technischer Sicht Emoji im Sinne, dass es Zeichen waren. Es waren halt Bilder, aber die, man erkennt schon so die Smiling Face mit Sonnenbrille oder mit Zunge raus und so. Gab es auch damals schon so als Regungen. 1992 haben sie dann gemeint, naja, mit diesem ASCII kommen wir weltweit irgendwie nicht so wirklich voran, um alle Zeichen darzustellen, da gibt es so viele. Kam das Unicode-Konsortium zur Rettung und hat sich als Non-Profit-Organisation, die sind bis heute spendenfinanziert, auf die Fahnen geschrieben, alle Schriftzeichen der Menschheit irgendwie verfügbar und indizierbar zu machen und verwendbar zu machen. Das ist prinzipiell ein tolles Unterfangen und davon werden wir auch noch mehr sehen. Da kam dann auch schon Unicode 1.0 heraus und da gab es schon Smileys. Immerhin 3 Stück. Ja? Also ein White Frowning Face, ein White Smiling Face und ein Black Smiling Face, wobei sich White und Black in dem Fall auf ausgefüllt und nicht ausgefüllt bezieht. Die 3, die funktionieren tatsächlich auch heute noch. Aber nur 3 ist halt langweilig. Da gab es in Japan J-Phone, das ist ein Mobilfunkanbieter gewesen damals, die heißen heutzutage Softbank und die haben 1987 ein Mobiltelefon rausgebracht, das Emoji konnte. Gab davor schon so Pager, da ist es aber, die auch so grafische Zeichen übertragen konnten, da ist aber ein bisschen schwierig, wie das dann genau dort gelandet ist und nach welchen Standards das gegangen ist. Aber dieses J-Phone von Toshiba damals, Pioneer damals. Das war so ein Modell, also ich habe jetzt leider keine Banane als Vergleich dazu, aber so die Standard-Euro-Banane oder Gurke würde in ähnlich, also das Banana-Phone geht schon, ist ungefähr in dem Format. Und da können wir mit etwas Fantasie, ich zoome da mal heran, den wasserspeienden Wal erkennen. Ja, der schaut euch da so von vorne, so ein bisschen schräg von vorne an und sprüht Wasser. Insgesamt waren bei diesem Telefon damals 90 Emoji da. Ja? Das waren wirkliche Symbole und die wirklich wichtigen waren auch damals schon zu sehen. Ja? Also da gab es so ein Smiley Face und ein Herzchen und ein gebrochenes Herzchen und irgendwelche Hände, Hunde, Katzen, Bier, Kaffee, die Torte war damals schon eine Lüge. Und Pile of Poo gab es damals auch schon. Also die essentiellen Dinge hätten wir erledigt. Nachteil damals war, diese Emoji haben auf exakt diesem Telefon funktioniert, bei exakt diesem einen Anbieter, was die verbreitete Verwendung davon ein wenig erschwert. Denkt man sich, kann man lösen. Shigetaka Kurita hat das dann bei NTT Docomo gemacht. Er und sein Team, das aus exakt einer weiteren Person bestand, haben so ein Set an Symbolen sich ausgedacht und mit ein paar Iterationen dann bei NTT Docomo ausgerollt. Das ist auch so ein Mobilfunker halt. Und eben entgegen landläufiger Meinung war das nicht das erste Set, sondern wir haben gesehen, es gab davor auch schon Emoji-Sets, die noch älter sind. Warum ist der Punkt wichtig, trotz allem geschichtlich? Weil das über mehrere Geräte ausgerollt wurde und schlussendlich dann auch über mehrere Anbieter, also Funknetzanbieter. Und damit war Interoperabilität geschaffen. Die japanische Jugend hat das natürlich relativ schnell, sage ich mal, zur Verwendung gebracht. Und das mit der Jugend hat sich auch bald gegeben. Also
Auch die älteren Menschen haben das dann sehr schnell adoptiert, gemeint, das ist jetzt nicht ganz unpraktisch. Anfang der 2000er, da kamen so die ersten so Online-Messenger-Dinge, ja, so AIM und AAU, kennt ihr sicher auch noch, MSN und so. Die haben dann alle so ihre eigenen Sets gehabt, die irgendwo vorgekommen sind. Und 2006 hat dann Google angefangen, hey, da könnte man doch vielleicht mal diese ganzen japanischen Sauberschaft-Dinge an Encodings und Emoji nehmen und versuchen, das irgendwie in Unicode zu standardisieren. Die haben halt damit mal angefangen. War gut. 2008 hat dann Apple gemeint, hey, wir haben da dieses iPhone mit diesem großen Touchscreen und mit, damals hieß es noch iPhone OS 2.2, haben sie mit Softbank, eben vorher mal als J-Phone, dem exklusiven Partner von Apple damals in Japan, die iPhones mit Emoji rausgebracht. Nur wenn du einen Softbank-E-Mail-Account konfiguriert hattest und eine Softbank-SIM-Karte hattest. Ich sag mal, eine vertikale Audience vom Targeting her. Aber diese Emoji waren von iPhone zu anderen japanischen Telefonen mit iMode Standard kompatibel. Sehr praktisch. Den Unsinn haben sie sich dann auch bald irgendwann wieder gegeben und mit Unicode 6 wurden dann Emoji erstmals auch als Emoji 1.0 Standard im Unicode 6 Standard zusammengefasst. Gab kein eigenes Emoji-Set mehr, sondern Emojis sind ab diesem Zeitpunkt, zumindest aus technischer Sicht, interoperabel. Großartig. Mit iOS 5 hat Apple dann Emoji auf allen iPhones quasi freigeschaltet, sofern man mal von irgendwem aus Japan eine Nachricht mit einem Emoji bekommen hat. Daraufhin hat das iPhone dann das Emoji-Keyboard auch aktiviert und auswählbar gemacht. Ansonsten ging das, es gab dann eigene Apps im App Store, die irgendwie mit Tricks so Nachrichten generiert haben, um das Emoji-Keyboard zu aktivieren. Und das musste eins damals haben. Also ohne war man einfach nicht in. Keine Frage. Android hat mit 4.4 KitKat nachgezogen. Und 2013 kam dann Emoji, also das Wort Emoji, auch ins Oxford Dictionary und ist seither auch ein nachweisbares Wort in der Sprache. Ebenfalls gab es damals, wurde gegründet die Emojipedia. Alles, was ihr über Emoji niemals wissen wolltet und noch viel mehr, findet ihr unter anderem, aber nicht nur dort, die Enzyklopädie über Emoji. Es gibt den World Emoji Day am 17.07. Warum gerade am 7. Juli? Es ist relativ einfach. Das Kalender-Emoji hat den 17. Juli als Datum auf dem Icon drauf. Naheliegend. Die Frage ist aber, warum ist da der 17. Juli drauf? Warum genau dieses Datum? Daran ist Apple schuld. Die haben nämlich 2002 am 17. Juli eine Kalender-Applikation namens iCal rausgebracht in Version 1.0. Und natürlich war dafür die Präsentation immer schon das Application-Icon zu sehen. Das hat aber auch damals heute dargestellt. Blöderweise am nächsten Tag hat es immer noch das gleiche Datum angezeigt im Icon. Aber das hat sich halt dann soweit etabliert und Apple hat dann irgendwann ein Update rausgebracht, wo sie das Icon jeden Tag abgedatet haben, damit es das aktuelle Datum anzeigt. Auch nicht unpraktisch. 2015 wurde ein Emoji erstmals Wort des Jahres. Ja, das ist 1F602. Face with Tears of Joy. Bis heute das weltweit meistverwendete Emoji. Immer noch. Auch seit 2016 schon bietet Twitter Emoji an, und zwar als Ad-Targeting. Ich kann gezielt Werbung für Leute schalten, die bestimmte Emoji verwenden. Kann also als Ad-Target-Selector verwendet werden. 2016 gab es auch die erste EmojiCon, eine Konferenz, wo es nur um Emoji geht. Und ebenfalls 2016 wurden Emoji offiziell zu Kunst erklärt, weil das Original, also nicht das Original-Set, aber das erste interoperable Emoji-Set von Shigetaka Kurita im Museum of Modern Arts ausgestellt wird seither. Also eine interaktive Installation, wo ich mich durch alle Emojis durchnavigieren kann und ganz viel darüber lernen kann. Also Emojis sind offiziell moderne Kunst. Seit 2017 bietet Twitter die Suche nach Emoji auch für User an, nicht nur für Werbetreibende. Das ist schön, die Demokratisierung der Emoji-Suche ist also nicht mehr aufzuhalten. Und 2018 haben sich einige Hersteller darauf geeinigt, wie jetzt das Pistolen-Emoji genauer ausschauen sollte. Dazu komme ich dann noch. Tja, und nun? Wer typografisch bewandert ist, das ist kein Interrobang.
Das ist tatsächlich ein Emoji. Wir haben schon gehört, mit Emoji, da müssen wir uns mit Encoding befassen. Da müssen wir einen Blick drauf werfen, also nicht so werfen, sondern zuerst mal auf, wo hat das angefangen, also auch nicht wirklich angefangen. Das waren die Fernschreiber. Aus dem ist dann der ASCII-Standard entstanden, der American Standard Code for Information Interchange, der eben von den Fernschreibern abgeleitet ist. Gibt es also seit den 60ern, 70ern, ist relativ alt und ein 7-Bit-Encoding. Mit 7-Bit kommen wir, 2 hoch 7, 128 Zeichen weit. Und das Praktische ist, mit 7-Bit kann ich mit einem Byte im Speicher ein Zeichen in einem Speicherbereich von einem Byte darstellen. Da gibt es dann so Steuerzeichen, 0 bis 31, das ist so Carriage Return, also der Wagenrücklauf, der Line Feed, der Zeilenvorschub, Escape, die klassische Flucht, und Bell, das ist der Charakter, der, wenn ihr die Tab Completion in der Shell triggert, immer Bing, Bing, Bing macht. Kann man auch abdrehen übrigens. Was nicht im ASCII-Standardcode drinnen ist, sind Cursor-Positionierungen. Sowas geht nicht, aber Buchstaben, druckbare Zeichen sind da vorhanden. Also nicht nur A bis Z, sondern auch noch ein paar so andere Schweinereien, Sonderzeichen halt. Wie funktioniert das technisch mit dem Speichern? Schauen wir uns mal so ein paar Buchstaben an. GPN19. Keine Ahnung, warum das gerade da steht, irgendein zufälliger String. Genau, ein Byte, wenn wir uns die binäre Repräsentation ansehen, dann hat das G halt 0100, 0111 und so weiter. Aber was wir in dieser Zeile feststellen, ist, das erste Bit ist immer eine 0. Das ist jetzt keine Wertung für dieses Bit. Ich habe auch dieses Bit lieb und kein Bit ist illegal. Aber es ist halt ein 0-Bit. Es könnte auch ein Stopp-Bit sein, das wäre besonders tragisch, vor allem wenn man drüber stolpert. Jedenfalls mit 7-Bit kommen wir relativ gerade mal so über das lateinische Alphabet und ein paar Sonderzeichen drüber. Aber dieses erste Bit ist trotzdem immer eine 0. Und wir sehen schon, wie viel weiter als zum lateinischen Alphabet kommen wir nicht. Ihr müsst das jetzt nicht vorlesen. Ich werde es auch nicht machen. Ihr müsst das auch nicht auswendig lernen. Auf den meisten Betriebssystemen könnt ihr das mit Man ASCII nachschauen. Ich habe gelernt über dieses Fediverse von einer Person, nicht auf allen Betriebssystemen. Was mache ich jetzt mit diesem übrigen Bit? Da ist ja noch Platz. Naja, wir machen High ASCII und nehmen dieses erste Bit, machen eine 1 draußen, dann können wir oben nochmal 128 Zeichen unterbringen. Ja, da denken sich halt dann die einen aus, ja, da machen wir jetzt Umlaute rein. Dann kommen die Koreaner und sagen, ja, aber wir hätten da gerne unsere YAMO. Es geht sich zwar nicht aus, aber zumindest ein paar. Und schon haben wir dann irgendwie mehrere verschiedene hunderte Code-Pages für Encoding in verschiedensten Sprachen, Lokalisierungen, Geschmacksrichtungen. Wer hat schon mal ISO 8859-1 gehört? Na, das ist so ein Drittel ungefähr. ISO 8859-15, das ist ein nicht ganz kongruentes Drittel, das finde ich interessant. Wer weiß, wodurch sich diese beiden Encodings unterscheiden? Das Eurozeichen, genau, und noch 7 weitere. Also für 8 unterschiedliche Zeichen gibt es ein eigenes Encoding. Und es gibt noch viele, viele andere wahnsinnige Dinge. Wenn du also, sage ich mal, high on ASCII bist und dann anfängst zwischen Encodings zu übersetzen, das ist weder trivial noch einfach, da gehen auch Dinge schief. Wenn du also ein Encoding hast, es aber als ein anderes interpretierst, dann kommen da andere Dinge raus. Dafür gibt es einen wunderschönen Begriff, das heißt Mojibake. Moji haben wir ja heute schon gelernt, in dieser Geschichtsstunde hat sich ein Japanischkurs versteckt. Moji heißt Zeichen und Bake kommt von Bakeru und das heißt verändern und zwar implizit nicht zum Besseren. Also Mojibake heißt im Wesentlichen Zeichen verschlimmbessern. Sehr schön. Entsteht üblicherweise durch eine Unter- oder Fehlspezifikation von Encoding. Entweder ich weiß es nicht, ich nehme das Falsche, ich rate oder ich nehme vorsätzlich ein anderes, um Dinge auszuprobieren. Besonders spannend ist es, wenn ein Encoding als ein anderes Encoding, als ein anderes Encoding interpretiert wird und solche Ketten finden sich dann gelegentlich in Mailman-Archiven. Viel Spaß beim Konvertieren. Woher ich das weiß, da gibt es einen Talk über E-Mail. Ja, ihr kennt das, ne? Scheiß Encoding. Nach welchem Encoding? ASCII geht nicht, da ist ein scharfes S drinnen. Das geht nicht mal mit High ASCII, weil das
ist ein Unicode-Character. FFFD, wer es wissen will, falls ihr ihn mal braucht. Ja, Standards, ihr kennt das. Es gibt viele davon. Wir können uns einen aussuchen. Ich bin erstaunt, wie viele Leute 927 kennen. Ich finde das super. Wir sollten also einen Standard machen, der alle abdeckt. Und genau diese Aufgabe hat das Unicode-Konsortium jetzt, das eben UTF verwendet, in den meisten Fällen, das Unicode Transformation Format, das da spezifiziert ist in drei Geschmacksrichtungen, 8, 16 und 32, hat nur eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Telefonnummer von einer Rosi, aber eben doch nicht ganz. UTF-8 ist ein Encoding-Verfahren mit variabler Länge, das heißt, ein Zeichen kann eine unterschiedliche Art, Anzahl von Bytes haben, um repräsentiert zu werden, hat aber das Ziel, maximale Kompatibilität mit ASCII herzustellen. Maximal ist in dem Fall tatsächlich 100%, was super ist. Und ein Character besteht aus bis zu vier Bytes. Können auch zwei oder drei sein. Die 5 scheidet ganz aus. UTF-16 ist ebenfalls ein Encoding mit variabler Länge. Das heißt, ein Zeichen sind entweder 16-Bit, also 2 Bytes, oder 4. Und bei UTF-32 ist es einfach, das ist fixe Länge, das sind, jedes Zeichen hat 4 Bytes, auch wenn es eigentlich sparsamer ginge. Das heißt, UTF-8 ist ein unglaublich sparsames Format, in dem es oft gebrauchte Zeichen in weniger Bytes kodiert, aber die Möglichkeit bietet trotzdem sehr, 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 sehr viele Zeichen darzustellen. Also wenn ihr irgendwo UTF-8 als Encoding verwenden könnt, tut das, ihr tut euch selbst etwas Gutes. Vor allem, wenn ihr Libraries dafür verwendet. UTF-8 ist so weit verbreitet, dass es deutlich über 90% aller Websites auf der Welt ausliefert. Das zweitmeistverwendete ist Shift-GIS, das ist ein rein japanisches Format und das ist unter 1%. Also UTF-8 ist wirklich sehr dominant, zum Glück heutzutage. Wie funktioniert das mit dieser variablen Länge? Ich meine, so 7-Bit in 8-Bit von einem Byte unterzubringen, ist ja noch einfach, ne? Da sage ich zu einem, du bist eine 0 und geht. Ist aber erstaunlich praktisch und praktikabel und eigentlich recht genial gemacht. Die ersten 128 Zeichen sind ASCII-kompatibel und damit auch ASCII-ident, das heißt, die schauen genauso aus. Wenn wir uns da diese Spalte mit dem Byte 1 anschauen, die erste 0 ist die 0 und dann verbleiben 7. Wenn ich jetzt mehr machen will, dann brauche ich ein zweites Byte. Und das erste Byte in dieser Folge beginnt mit 1, 1, weil das, die 1 sagt, kann kein ASCII mehr sein. Also machen wir jetzt UTF. Und es kommt noch ein weiteres Byte. Es gibt ein 2-Byte-Character. Ich habe 2 Einser vorne und eine 0, damit ich irgendwann weiß, wann die Einser aufhören. Und im Binär habe ich halt nicht so viele Möglichkeiten. Und das weitere Byte kommt dann immer mit 1, 0 als Einleitung. Damit finde ich mich relativ schön zurecht. Damit haben wir also dieses Leading-Byte definiert und das Folge-Byte. Wer hat eine Idee, wie das mit einem dritten funktionieren könnte? 1, 1, 1, 3, ne? Ich weiß, 3 ist im Binär schlecht darstellbar, aber wir machen 3 Einser hin und dann eine 0 und die Folgebytes beginnen wieder mit 1, 0 und dann eben bleiben uns ein paar Bits, mit denen wir was anfangen können und mit 4 funktioniert das Ganze genauso. Das heißt, UTF-8 ist wirklich intelligent und praktisch. Es ist immer noch ein Encoding und Encodings bieten halt gelegentlich Problempunkte. Das liegt jetzt nicht daran, dass es UTF-8 ist, sondern dass es halt ein Encoding ist. An der Stelle der Hinweis, Emoji sind 4 Byte UTF-8-Character, also wenn wir sie in UTF-8 darstellen wollen. Das sind immer 4 Bytes. Probleme. Wer hat schon davon gehört? Verwendet jemand MySQL oder MariaDB? Da gibt es ein Encoding, das heißt UTF-8. Ja? Wer schon mal ein WordPress aufgesetzt hat oder eines geerbt hat, das ein bisschen älter ist, dieses UTF-8 meint nicht UTF-8, sondern dieses UTF-8 von MySQL kann nur 3 Bytes, weil 24 Bits sind genug für alle. Seit 2015 gibt es deswegen ein eigenes Encoding, das heißt UTF-8 Multibyte 4. So, hey, wir kaufen uns noch 8 Bit und können die jetzt auch verwenden. Seit 2015 macht der WordPress-Installer automatisch alle Datenbanken in UTF-8, MP4, Encoding und Collation zum Sortieren. WordPress ist in PHP geschrieben. PHP kann auch 2019 noch nur 8-Bit-Character. Ist jetzt blöd, ne? Vor allem, wenn irgendwer kommt und in meinem WordPress mit einem Emoji einen Kommentar drunter schreibt, welches Emoji, sei doch mal hingestellt,
Dafür brauche ich die Multibyte String Extension, das Modul dafür mit php-m, könnt ihr nachschauen. Gibt es seit 4.06. Danke an eine freundliche Person im Publikum, die mir da geholfen hat und das nachgeschaut hat. Also ihr habt keine Ausreden, weil alle eure PHP-Applikationen laufen ja sicher schon auf 7.1 oder höher, weil alles andere ist ja out of support. Hm. Nicht wahr, ja. Ich sehe schon das schmetternde Lachen der Zustimmung. Gibt mir recht. JavaScript hat so intern 16-Byte-Code-Units, also so 2-Byte-Dinge. Das kommt damit an sich relativ gut zurecht. Ich kann es zwar nicht im Source-Code hinschreiben, aber als Strings funktioniert es im Wesentlichen. Bei Java ist es ein bisschen schwierig. Ist ja auch Java. Da gibt es aber eine Bibliothek, mit der können wir das auch machen. Python, in Python 3, ältere Versionen, gibt es ja nur noch 10 Jahre. Da ist alles UTF-8 encoded und intern wird gleich auch 16-Bit-Code-Units verwendet. Sollte relativ geschmackvoll funktionieren für Strings, für Identifier nicht so wirklich. In Rust könnte man das vielleicht sogar schon mit UTF-8-Charaktern für Identifier verwenden, also so Variablen-Namen. Naja, nur 2-Byte-Unicode-Charakter gehen. Also Emoji als Variablen-Name geht nicht. Kotlin schaut genauso aus, muss aber mit einem Buchstaben anfangen. Also wenn ich da jetzt so auf Chinesisch Model View Controller hinschreibe, ja, also Model wäre Xing, die anderen zwei versuche ich nicht, meine Melodik im Chinesischen ist sehr unterentwickelt, ich werde mich da nicht die Blöße geben. Solange es mit einem ASCII-Character anfängt, kann ich nachher auch Emoji weiterschreiben, geht. Swift, das ist so für Apple, iOS, macOS und so Sachen, Armbanduhren. Das unterstützt da mehr. Also, da kann ich das auch als Source Code hinschreiben. Und solange mein Compiler neu genug ist, funktioniert das tatsächlich. Es gibt ja diesen sogenannten Underhand C Contest, wo in C programmiert wird. Wenn ich mir den Code anschaue, sieht er aus, als täte er ein Ding, tut in Wirklichkeit aber etwas ganz anderes und nutzt halt diverse Dinge, die in der Syntax vorkommen und nicht ganz optimal sind oder vielleicht gar nicht spezifiziert sind aus, um seltsame Verhaltensweisen zu provozieren. Ich denke mal, da kann man mit Emoji noch viel Spaß haben. Und wenn das noch immer nicht genügt, ja, wir wollen das totale Emoji, es gibt Emoji-Code. Wollt ihr Emoji-Code lernen? Ja. Was ist das klassische Beispiel, um eine Programmiersprache zu lernen? Ja. Richtig. Hello World. Also, Emoji-Code ist die Singularität in den Programmiersprachen, wenn es um Emoji geht. Ja? Seid froh, dass ihr überhaupt noch ASCII-Character in Strings verwenden dürft. Als Identifier sind sie dort nicht mehr zulässig. Ja? Echt vorbei. Was haben wir sonst noch so? Irgendwer muss den Krempel implementieren. Ja? Wie sind die da jetzt so in Unicode abgebildet, diese Emoji? Also da nehmen wir uns mal einen Hamster und schauen uns den näher an. Also das Emoji heißt Hamsterface, die haben auch alle Namen. So wie alle Emoji ein 4-Byte-Character und hat einen sogenannten Code-Point. Das ist immer so U+, und dann irgend so ein Hex-Value, in dem Fall 1F439. Und in UTF-8-Encoding sind das halt 4 Bytes, weil ich für Emoji 4 Bytes brauche, um sie darzustellen. F09, F90, B9. Schön. So weit, so einfach. 4 Bytes und ich kriege einen Hamster. Wer hätte sich das gedacht? Jetzt gibt es aber mehr als nur Hamster. Ja, es gibt auch Menschen. Es gibt so Personen-Emoji in allen möglichen Varianten und Geschmacksrichtungen. Menschen sind sehr unterschiedlich. Das ist wunderbar und toll und das soll auch so sein. Die wollen aber auch und sollen auch in Personen-Emojis repräsentierbar sein. Ja? Wenn ihr jetzt auf die GPN fahrt und die noble Blässe habt, dann kommt ihr nach 3 Tagen in der Sonne liegen von der GPN zurück, dann braucht ihr einen Skintone-Modifier. Ja? Weil ihr habt ein bisschen eine Farbe aufgerissen. Und wenn ich jetzt also das Personen-Emoji für Frau nehme und ein Skintone-Modifier dazu tue, dann kriege ich eine braungebrannte Frau oder eine Woman of Color. Und das ist gut so, dass das möglich ist. Das Ganze sind aber 2 Code-Points. Das ist Frau und eine Farbe. Und
Das heißt, das sind dann schon mal 8 Bytes, die ich dafür brauche, um das aneinander zu hängen. Also 2x4 Byte UTF-Sequenz. Diese Skintone-Modifier heißen Fitzpatrick-Modifier. Fitzpatrick deswegen, weil es eine Skala der Hautfarben nach Fitzpatrick gibt. Und die ist standardisiert und nach der von 1 bis 5 kann ich diese Modifier anwenden und ich bekomme dann auf der linken Seite Lego-Persönchen und auf der rechten Seite Menschen. Ist ja schön. Prinzipiell werden sie aber bei den meisten Systemen heutzutage als ein Zeichen dargestellt, obwohl es eigentlich 2 Charakter sind. Weil euer Emoji-Font weiß, oh, wenn da kommt Persönchen und Farbe, dann mache ich 1 draus. Nämlich Persönchen in Farbe. Prinzipiell nicht schlecht. Wo könnte man Skintone-Modifier noch gut anbringen? Eine Hand, ja? Familien kann ich prinzipiell quasi, wenn ich eine Primfaktorenzerlegung mache, auf Personen auseinandernehmen und damit, ja, natürlich. Kaffee. Ja, so Mokka oder Latte. Ginge. Bier. Ja, ein helles oder Guinness. Wäre auch eine Möglichkeit. Funktioniert leider nicht, geht nur mit Personen. Also wir sehen, auch der Unicode-Standard ist nicht perfekt. Aber was wir machen können mit dem Unicode ist Flagge zeigen. Ja, es gibt viele Flaggen, die wollen wir erreichen. Wir haben ein Ziel, wir wollen nämlich jetzt wissen, wie diese Flaggen funktionieren. Ja, irgendwer hat sich ausgedacht, Länder müssen Flaggen haben. Ja, wer die ganz rechts außen nicht kennt, Liechtenstein. Ja, ist auch da so, in dem gibt es auch. Da gibt es einen netten Trick. Wir haben mit Ländern grundsätzlich das Problem, dass sich Länder ja verändern. Manche verschwinden und zerfallen. Das Problem ist, die Spaltprodukte von Ländern sind mehrere kleinere Länder. Die haben neue Flaggen, Fahnen, wegen politischer Bedingungen. Und die ändern sich ungefähr so oft wie Zeitzonen. Unicode möchte aber jetzt bei den Fähnchen irgendwie eine zukunftssichere Spezifikation bieten. Das muss irgendwie halten. Wir wollen ja nicht jedes Mal, wenn irgendwo ein Diktator über ein Stoppbit stolpert, neue Flaggen machen und den Unicode-Standard updaten und dann kommen die Leute wieder, mein Telefon kann das nicht darstellen. Wir wollen das zukunftssicher machen. Also, es gibt ein Zeichen, das ist der sogenannte Zero-Width-Joiner. Der hat eine Breite von Zero, das ist relativ wenig, also infinitesimal nix. Und der joint nicht Tables, so wie in SQL, sondern der joint Unicode-Zeichen, nämlich das davor und das danach und sagt, ihr zwei gehört jetzt zusammen. Also quasi eine Verkupplungsaktion im Zeichensatz. Und es gibt dazu auch noch eine eigene Sammlung von Buchstaben. Ich habe mir jetzt in meinen Notizen natürlich nicht hingeschrieben, wie sie heißen. Die haben einen eigenen Namen und eine eigene Unicode-Klasse. Die werden üblicherweise dargestellt, Buchstaben mit so gepunkteltem Rand rundherum. Das heißt, wenn ich aus dieser Buchstabenklasse zwei Buchstaben hernehme, so DE oder CH oder LI oder AT, und die aneinander schreibt, dann sagt mein Emoji-Font, Moment mal, die sind für Länderkennungen gedacht und DE kenne ich. Das ist Deutschland und macht euch eine Schlandflagge. Und zwar von alleine. Woher kommen diese Ländercodes? Da gibt es einen ISO-Standard, 3166-1. Dort stehen die alle drinnen. Und immer wenn irgendwie zwei so Codes zusammenpassen und A bis Z ist da halt definiert und der ISO-Standard verwendet A bis Z, wie praktisch. Das heißt, ich kann mit dieser Standardisierung alle Flaggen als Unicode darstellen, die es noch gar nicht gibt. Also falls ihr mal irgendwo eine kleine Revolution anzetteln wollt, Unicode ist auf euch vorbereitet. Es gibt auch noch andere Flaggen. Finde ich sehr schön, ist zwar nicht ganz korrekt, aber UN ergibt eine Europaflagge. Die Anzahl der Sterne müsste noch stimmen. Auch wenn sich die eigentlich nicht auf die Anzahl der Mitgliedstaaten bezieht, aber ja, auf das eine Gigabyte kommt es nicht an. Eine andere wichtige Flagge, die wir haben wollen, ist diese Flagge. Ich habe sie auch auf der Konferenz mehrfach gesehen, finde ich cool. Das sind jetzt 4 Unicode Code Points. Warum sind das 4? So eine Landesflagge hat 2, weil halt noch ein Buchstabe, 2. Regional Indicator Symbol wurde mir gerade souffliert, vielen herzlichen Dank, genau die sind es, weil sie indicaten Regional Symbols, nämlich Fahnen. Ja.
Diese vier Code Points bestehen aus insgesamt 14 Bytes. Warum braucht der Regenbogen 14 Bytes? Finde ich nicht cool. So, wenn ich mir jetzt so ein Unicode-Fähnchen nehme und es dekomponiere, nicht dekompostiere, sondern dekomponiere, decompose und es zerlege, dann besteht die Regenbogenflagge aus einer weißen Flagge mit noch irgendwas dabei, noch irgendetwas, was sehr schmal und nicht sichtbar ist, ihr könnt raten, was es ist, und einem Regenbogen. Den Regenbogen verstehen wir, das ist ein Unicode-Code-Point. Regenbogen sind ungefähr so komplex wie Hamster, kriegen wir hin. Dieses UT+200D ist der Unicode-Code für den Zero-Width-Joiner. Der verbindet also den Regenbogen mit dieser weißen Flagge davor und schon haben wir eine Regenbogenflagge. Aber warum ist die weiße Flagge jetzt trotzdem zwei Code-Points? Dieser Charakter heißt White Flag. Keine musikalische Referenz, heißt aber so. Es gibt aber historisch gewachsen, was könnte da schon schiefgehen, nicht nur Emoji-Repräsentationen von manchen Zeichen. Es gibt auch eine Text-Representation von White Flag. Das ist ein Buchstabe. Und dieser FE0F-Modifier, dieser Variation Selector 16, ich kenne die anderen 15 mit Namen nicht, aber ich habe eine Idee, sagt jetzt deinem Zeichensatz, wenn du das Zeichen, das Unicode-Zeichen für White Flag findest und du hast ein Emoji dafür, dann verwende doch bitte die Emoji-Representation und nicht die Character-Representation dafür. Deswegen ist eine weiße Flagge zwei Unicode-Code-Points, die dann mit einem Zero-Width-Joiner und einem Regenbogen zu einer bunten Flagge gemacht wird. Na? Also falls ihr mal eine Gesprächskarte bei einem Bier braucht, könnt ihr ja darüber diskutieren, warum Regenbogenflaggen 14 Bytes haben. Es gibt in neueren Versionen auch eine Piratenflagge, die funktioniert genauso, nur mit Skull and Crossbones statt Regenbogen. So weit, so gut. Was kann man noch machen mit Modifiern? Was könnte man noch modifizieren? Wir brauchen ein Pesthörnchen. Zu diesem Thema kommen wir noch. Ich glaube nicht, Tim. Wäre eine Möglichkeit, schaut mal in eurem System nach. Es ist übrigens gar nicht so einfach, diese Dinger zerlegt auf ein Slide zu bringen, weil jedes Mal, wenn du anfängst, zwei so Codes nebeneinander zu tippen, sagt er von, Moment mal, ich habe da was vorbereitet und mach dir ein Fähnchen draußen. Nein, das wollte ich nicht. Ein paar Leute sind mir gegenüber gesessen, wie ich noch an meinen Slide gebastelt habe und sie debuggt habe. Also, der Kampf gegen den Font. Was könnte man denn noch modifizieren an Persönchen? Gender Modifier. Ja? Es gibt ja bei den Vampiren nicht nur Nosferatu. Ja? Und der war auch noch nicht in Farbe. Aber Zero with Joiner lassen sich sehr vielfältig verwenden. Wenn ich jetzt also von Nosferatu zu Buffy the Vampire Slayer kommen will, verbinde ich das biologische Zeichen für Frau mit Nosferatu und kriege Buffy. Na, so praktisch ist das. Jetzt ist aber Buffy natürlich ein Personen-Emoji für gewisse Definitionen von Person. Es gibt auch ein Zombie-Emoji, damit habe ich es aber noch nicht probiert. Wir haben ja schon über die Fitzpatrick Skin Tone Modifier gehört. Na, habt ihr Ideen? Ich kann die Blässe von Buffy einstellen damit. Ja? Also falls jemand von euch dann irgendwann ein Staubhäufchen-Emoji, dann kann man schon Bildgeschichten erzählen und es gibt auch Geschichten, die in Emoji erzählt werden. Für die, die sich für Bücher interessieren und Moby Dick kennen, es gibt auch Emoji Dick. Das ist jetzt nicht das, was ihr glaubt, sondern es ist eine Emoji-Transliteration von Moby Dick. Wirklich. Und es gibt auch noch andere Bücher. Ob ihr das lesen wollt, sei euch überlassen. Es gibt noch viele andere Dinge. Was kann ich jetzt noch mit so Zero-With-Joinern machen? Ich habe schon gehört, Familien, nein, Persönchen, andere Persönchen. Genau. Ich kann jetzt Persönchen nehmen und kann sie mit Zero-With-Joinern quasi verkuppeln. Und zwar, nachdem Zero-Width-Joiner sehr tolerante Menschen sind und das mit allen Menschen machen, die einander gerne haben,
machen sie ja das auch mit allen Emoji-Charaktern, die sie gerne haben, und bieten die Möglichkeit, alle Familienkonstellationen, die ihr haben wollt, nicht nur die, die irgendwelche Organisationen vorsehen, sondern alle zu kombinieren und darzustellen, weil keine Familie ist illegal. Und das finde ich gut. Was gibt es denn noch? Die gibt es prinzipiell auch mit Haarfarben, jedoch mir die Zeit ausgegangen ist. Und seit kurzem gibt es auch rothaarig als Emoji-Modifier. Das kam in Irland auch gut an. Eine Frage im Publikum, ja? Was ist die maximale Beizahl, die ein Würfel ergibt? Also wie viele... Die Frage ist nach, wie viele Bytes ist quasi das maximale Emoji? Das ist schwierig, nachdem sich ja mit Zero with Join an allerhand kombinieren lässt. Die längsten Kombinationen, die so tatsächlich noch dann wirklich als ein Zeichen dargestellt werden, weil es davon versteht, waren so bei um die 30 herum. Also beim Twittern kann das schon ziemlich böse ausgehen. Deswegen verwenden wir ja lieber das Fediverse, da haben wir mehr Zeichen zur Verfügung. Ja, ist doch gut. Gut, jetzt haben wir uns das technisch angeschaut mit Emoji, aber Emoji werden ja auch verwendet, um Nachrichten zu übermitteln, um Sprache zu übermitteln. Wir haben gesehen, wir können Emoji in Sprachen verwenden. Können wir auch Emoji als Sprache verwenden, außerhalb von Emoji-Code? Sind Emoji Sprache? Naja. Trevor Noah hat in der Daily Show das mal, ein Emoji mal als die Höhlenmalerei der Neuzeit bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das eine qualitative Aussage über die Inhalte, die transportiert werden, war. Aber wer von euch verwendet das Swift-Keyboard auf einem Mobiltelefon? Na, da sind ein paar Hände oben, nicht so viele. Danke euch, ihr habt bei einer Statistik mitgeholfen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber das war so. SwiftKey macht Statistiken über die Charakter, die eingegeben werden. Dazu gehören auch die Emoji, weil SwiftKey auch Emoji als Eingabe unterstützt. Und da gab es 2015 einen SwiftKey Emoji Report und da haben wir ganz viel daraus gelernt. Und daher wissen wir, dass das mit den Höhlenmalereien nicht ganz unpassend ist. Die Frage stellt sich, sind das jetzt Hieroglyphen? Emoji sind nicht wirklich Hieroglyphen, weil eine Hieroglyphe ist ja eine Bezeichnung für Schriftsysteme, die im Wesentlichen von Piktogrammen und schematischen Bildern gebaut werden. Also wenn ich jetzt eine Kuh nehme, ja, Cowface, und sage, das heißt jetzt immer nur Kuh sprachlich, dann kann ich mit diesem Emoji nicht mal ein Steak machen. Ja? Käse wird auch schon schwierig. Ja? Ich kann die Kuh nicht mal streicheln und lieb haben. Also ich kann sie lieb haben, keine Frage. Das ist konsentabhängig von der Kuh. Aber ich kann halt über nicht viel mehr als diese eine Kuh reden. Also ich kann natürlich mehrere Emoji mit Kühen machen, aber ja, das ist irgendwie eine relativ einseitige Diskussion gerade. Daraus folgt, ich brauche abstrakte Konzepte und Sprache ist abstrakt. Buchstaben sind abstrakt, weil ich mit einem K für Kuh, wenn ich das so verwende, halt mehr als nur Kuh machen kann, sondern andere Dinge auch. Das heißt, Emojis sind, so wie Sprache, kontextabhängig von den Worten oder auch von den anderen Emoji, von denen sie umgeben werden. Emojis sind Metasprache. Ihr könnt mit Emoji über Sprache reden und auch mit Sprache über Emoji reden. Sie sind aber nicht die Lingua Franca, die wir suchen. Das ist keine Kuh, das ist eine Katze. Kein Talk über irgendwelche Dinge mit dem Internet ist vollständig ohne Katze. Folglich ist das hier legitim. Macht prinzipiell die Aussage, es handelt sich um eine Katze. Ob ihr die Katze nun kraulen oder dünsten wollt, geht aus der Katze alleine noch nicht hervor und ist auch kontextabhängig. Ihr wollt auch den Konsent der Katze. Wenn ihr den nicht habt, wisst ihr, was passiert, wenn eine Katze anfängt zu argumentieren.
Dieses Emoji trägt den charmanten Namen Tropical Drink. Kann jetzt viel sein. Tequila Sunrise? Oder doch der zweite Long Island Iced Tea? Und ist das am nächsten Morgen noch relevant? Ich prangere an dieser Stelle an, es gibt noch kein Junk-Emoji. Was soll ich mit dem Planeten? Eine Überlieferung, die mir zuteil wurde. Astrophysikerinnen und Backwaren, eine Geschichte voller Missverständnisse. Was würdet ihr darunter verstehen? Cookie-Keks höre ich. Cookie, Chocolate-Chip-Cookie, genau. Was versteht ihr darunter? Cracker, ja, Cracker höre ich, Salt-Cracker. Ritz-Cracker, genau. Das ist auch ein Cookie, aber so wie Samsung es versteht. Das ist der idente Unicode-Character, das idente Emoji, aber auf einem von mehreren Samsung-Betriebssystemen wird das Cookie so dargestellt. Nicht auszudenken, was passiert, ihr ladet Freunde ein, um euch die neueste Serien-Episode von was auch immer anzusehen und die bringen das falsche Knabbergebäck mit. Ja? Achtet auf eure Mobiltelefonwahl. Was kann ich noch mit dem Cookie machen? Könnte ein Browser-Cookie sein? Oder auch nicht? Ein Web-Cookie? Schwierig, hm? Also Emoji haben nicht so wirklich eine eindeutige Bedeutung, die nur aus dem Ding hervorgeht. Sobald ich dieses Emoji mit Kontext begieße, in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt nicht, was in euren Köpfen vorgeht. In Österreich heißt das Melanzani, in anderen Ländern französisch Aubergine, auf Englisch Eggplant. Und es hat einen Grund, warum dieses Emoji auf Instagram, wurde mir zuteil, ist es möglich, Emoji als Hashtags zu verwenden. Und dieses Hashtag wurde eine Zeit lang auf Instagram zensiert. Es handelt sich definitiv nicht um eine EU-Normgurke. Und was ihr da hinein interpretiert, ist Kontext. Cannot unsee, tut mir leid. Das war nie zensiert. Offenbar haben die Leute weniger Zensurbestrebungen, wenn es um Pfirsiche geht, als bei Auberginen. Aber US-Amerikaner sind halt manchmal etwas seltsam. Ja. Das könnt ihr auf Instagram auch verwenden als Hashtag, wenn ihr wollt. Also gehen inzwischen beide wieder. Das haben wir kurz angeschnitten. Das Emoji hat einen Namen, es heißt Pistol. Sieht auch irgendwie aus wie eine Pistole. Außer wenn es nicht so aussieht. Wenn ihr diese Nachricht bekommt, ja, komm am Wochenende zu uns in den Garten und bring die mit. Da gibt es jetzt nichts zu lachen, wenn das SWAT-Team auf einmal in den Rosen steht. Ja? Was aber in Wirklichkeit abgeschickt wurde als Nachricht war, komm am Wochenende zu uns in den Garten und bring die mit. Ist jetzt schwierig, wenn das, was gesendet wird, nicht das ist, was auf der anderen Seite ankommt. Sprache kann missverstanden werden. In dem Fall Passivsprache wird aktiv von deinem Betriebssystem missverstanden. Es handelt sich in beiden Fällen um die idente Nachricht mit den exakt identen Emojis, exakt dieselbe Bytefolge im Unicode. Es ist derselbe Text. Nur wie das Pistol-Emoji dargestellt wird, hängt davon ab, auf welcher Plattform ihr seid. Ja, das ist so, Apple, Android, Twitter, Facebook, Microsoft, Samsung. Welches ist welches und was heißt es jetzt wirklich? Apple hatte ursprünglich mal einen Revolver als Pistolen-Emoji. Warum auch immer ein Revolver als Pistolen? Hat aber dann 2016 sich überlegt,
na, das ist irgendwie gewaltvoll, wir wollen eigentlich Positiveres haben. Und hat dieses Emoji geändert von einem Revolver auf diese in der linken oberen Ecke quietschgrüne Spritzpistole. Das heißt, selbst wenn ihr von einem iPhone auf ein anderes iPhone Nachrichten schickt und wer eine ältere Version hat, könnte sein, dass die nicht eine Poolparty bei euch vermuten, sondern euch leicht besorgt die Polizei auf den Hals hetzen. Bei Microsoft war das Pistol-Emoji so ein Space-Zapper. Ja, so. Die haben das irgendwann dann kurz nach 2016 auf einen Revolver geändert. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Cross-Plattform für Missverständnisse irgendwie vielleicht nicht haftbar gemacht werden, aber zumindest in Schwierigkeiten kommen. Das heißt, ihr könnt, nachdem 2018 sich Microsoft, Apple, Google und noch ein paar andere zusammengetan haben und gesagt haben, so, wir hören jetzt auf mit diesen gewaltvollen Emoji, wir machen jetzt alle Spritzpistolen, außer denen, die das nicht gemacht haben. Das heißt, ihr könnt auch innerhalb derselben Plattform, abhängig von der Betriebssystemversion, sehr unterschiedliche Nachrichten bekommen oder auch senden, wenn ihr dieses Emoji verwendet. Ihr könnt das Ganze Cross-Plattform haben und in Abhängigkeit davon, was Plattform und Version beim Senden und beim Empfangen ist, geht das über Kreuz in beide Richtungen, vorwärts und zurück in alle Varianten. Context is everything, oder? Wenn ich vorher frage, so bei der Einladung zur Gartenparty, so, du und welche Mobiltelefon bist denn du gerade? Welche Version hast du installiert? Und könntest du mal nachschauen, ob es dort den Hamster auch schon gibt? Weil dann weiß ich, das geht sich aus. Nicht, dass ich missverstanden werde. Also, schwierig. Emojis sind auch ein Spiegel der Gesellschaft, auf jeden Fall. Dank des Swift Key Reports wissen wir, täglich werden über 6 Milliarden Emoji verschickt. Zumindest von Leuten, die SwiftKey-Keyboards verwenden. Und 70% der Nachrichten sind so eher tendenziös fröhliche Emoji. Ich habe nur noch 30 Slides, geht sich aus in 5 Minuten. 15% sind eher neutral und 15% sind eher traurig. Die Realität passt da nicht ganz dazu, ist also eine idealisierte Projektion. Emoji sind aber auch Stereotyp. Wer konnte damit rechnen? Frage, wo... Also regional auf diesem einen unseren Planeten, also der letzte, den wir noch haben, werden diese Emoji wohl am häufigsten verwendet? Grammat-Neusiedl. Nein, Grammat-Neusiedl ist es nicht. Spanien ist es auch nicht, nein? Hawaii. Richtig, es ist tatsächlich Hawaii. Kitschig, oder? Aber für Surfer-Dude gibt es einen Gender-Modifier. Und über den Tropical Drink haben wir ja schon geredet. Wo könnte das sein? Die Folge ist etwas länger, muss auch nicht zusammenhängen. Ja, da driften die Interpretationen schon etwas auseinander. Ja, die Auflösung ist Las Vegas, Nevada. Und wir wissen alle, what happens in Vegas stays in Vegas. Es handelt sich nicht um den Nintendo Fanclub, kann ich gleich spoilern. Amsterdam. Amsterdam, close, aber nein. England, schwierig. The United Kingdom of England, Wales, Scotland and Northern Ireland? Oder? Also England ist es definitiv nicht, nein. Deutschland auf keinen Fall. Auch nicht, wenn du von Amsterdam einreist. Es ist tatsächlich Portugal und Australien. Konnotiert wäre das wahrscheinlich irgendwie mit Drogenkonsum. Mate ist keine dabei, aber ja. Aber Portugal und Australien haben beide sehr freizügige Drogengesetze. Portugal hat 2011 alle Drogen entkriminalisiert. Das heißt, dort ist Konsum beliebiger Drogen legal. Auch Erwerb und so. Und das Coole ist, so eine Drogenpolitik funktioniert. Portugal hat eine der geringsten Problemprozentanteile, was Drogenmissbrauch angeht, was Gesundheitskosten angeht und so weiter, weil sie es legalisiert haben. Und in Australien ist es nicht ganz so offen, aber ähnlich. Das heißt, in diesen Regionen wird auch mehr über Drogen gesprochen. Es wird mehr darüber kommuniziert. Das heißt,
Eine sinnvolle Drogen- und Gesundheitspolitik spiegelt sich auch in der Emoji-Nutzung wieder gesellschaftlich. Jetzt haben wir schon gesehen, dass es gibt, wir haben Ketten aus Emoji gebildet, auch wenn das jetzt nicht sprachlich so vorkommt, sondern eine statistische Repräsentation sein soll. Aber es gibt auch bei Emoji, so wie in anderen Sprachen, Bigramme, Trigramme, also Zwei- und Dreierkombinationen und Markov-Ketten. Worte, die in gewissen Kombinationen häufiger vorkommen als andere Kombinationen. Manche gibt es halt gar nicht oder nur in sehr seltsamen Zuständen nach dem dritten Tropical Drink. Ein Drittel aller Ketten bei Emoji enthält Smiling Face with Tears of Joy. Ja, immer noch das meistverwendete weltweit, hatten wir schon. Bei Emoji sind diese Ketten aber sehr homogen. Das heißt, üblicherweise wird ein Emoji dann zweimal, dreimal wieder, viermal wiederholt. Liegt vielleicht auch daran, dass es auf den Keyboards einfacher ist, einfach ja, drei davon hinzumachen. Wer schon mal versucht hat, die drei Affen hinzumalen, weiß, das ist aufwendiger als dreimal Tears of Joy. Ja, und geschlafen wird offenbar auch gerne, aber an sich würden die Leute lieber doppelt so viel schlafen. Also heterogene Emoji-Ketten gibt's, sind aber eher selten. Die sprachliche Position von Emojis? Schauen wir uns die Sprachverwendung mal überhaupt an. Wie wird Sprache verwendet? Es gibt informelle Sprache. Das ist jetzt so, ich texte euch über Emoji zu. Es gibt formelle Sprache. Ja? Ich lese einen getragenen Text über Emoji vor. Im Radio. Es gibt geschriebene Texte in formeller Form. Bücher, Zeitungen, zumindest manche Zeitungen. Nicht die mit den vielen Bildern. Und es gibt informelles, geschriebenes. Und das ist halt so mit Kurznachrichten, Messenger-Diensten und so weiter sehr, sehr viel mehr geworden in unserer täglichen Kommunikation. Und Emoji sind genau diese Teile in der Sprache, die wir für informelle und geschriebene Kommunikation verwenden jetzt. So wie Dialekte, Mundart. Also begrenzte Kulturkreise teilweise, geografisch begrenzt die Verwendung auch und auch manchmal bis hin zu, wer kommuniziert mit wem. Kommuniziere ich mit einer Person oder mit einer anderen Person? Manche Emoji würde ich vielleicht mit bestimmten Leuten nicht verwenden. Oder doch. Also Emoji sind keine eigene Sprache, aber eine Ergänzung, eine Metasprache zur Sprache, die wir sonst auch verwenden. Und Emoji werden halt oft wiederholt verwendet. So Gesten wie Lachen, Weinen, Klatschen, gibt es alles als Emoji zum Darstellen. Das sind aber auch Emotionen und Handlungen, die eine gewisse Zeit bedingen. Ich klatsche nicht einmal, ich klatsche über einen gewissen Zeitraum. Und die Länge, wie oft wird ein Emoji wiederholt, spiegelt auch ein bisschen diesen Zeitraum wider, wie lang diese Emotion oder Handlung durchgeführt wird. Ja? Die Leute würden lieber doppelt so lang schlafen können. Also quasi geschriebene Emotionen in Echtzeit. Coole Sache, oder? Es gibt aber auch ein paar Dinge, wo es keine Emoji dafür gibt. Ideen. Da ist ein Händchen zum Hochhalten. Das ist kein Emoji, aber Finger hoch. Wer hat Ideen? Was, wofür gibt es keine Emoji? Es gibt kein Mate-Emoji, das ist richtig. Ich prangere das nochmal an. Fast alle Dinge, die dem Amerikaner, dem einen, unangenehm sind. Ja. Nein, nicht fast alle. Ein paar davon. Aber da gibt es sehr viele davon, die zumindest manchen, den einen Amerikanern, unangenehm sind. Aber etwas, wofür es definitiv kein explizites Emoji gibt, ist Sex. Was? Und? Tux. Tux im Sinne von Linux-Maskottchen nicht, es gibt aber ein Pinguin-Emoji. Vielleicht noch nicht auf deinem Linux, aber der Standard definiert eines. Also es gibt kein Emoji für Sex, gar keins. Es wäre auch irgendwie schwierig, es gibt auch kein Emoji für Vanille. Aber Menschen sind halt kreativ mit Sprache und fangen an, Emojis in Kontext zu setzen. Und interpretieren dann Dinge in Emoji hinein. So wie ihr das auch den Abend schon gemacht habt. Also ihr werdet Wege finden, um über Sex mit Emojis zu kommunizieren.
Und nachdem ich schon ein bisschen überziehe, gebe ich jetzt für die letzten 20 Slides noch Gas. IT-Security. Darüber wolltet ihr immer schon was hören, oder? Das kann man ja an sich abkürzen. IT-Security ist ein einfaches Thema, alle kennen sich sowieso damit aus, praktizieren es täglich. Warum sind Elemoji für IT-Security relevant? Passwörter? Vielleicht, komme ich noch dazu. Was motiviert euch, ein Update von eurem Mobiltelefon zu machen? Diese 12 CVE-Sicherheitslücken mit Remote Code Execution, die wirklich schlimm sind, nein. Aber das Einhorn-Emoji wäre schon cool. Update. Und das müssen wir jetzt auch in der ganzen Firma sofort ausrollen. Ja, Emojis sind security-relevant für Updates. Schaut euch mal an, was Apple so an Security-Content in Updates hat und wo sie wirklich neue Emoji mit ausrollen im Font. Ich weiß, Kausalitäten und Korrelationen, aber schaut euch das mal genau an. Das funktioniert wirklich. Wer so Instant Messaging mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, vielleicht Riot mit Matrix, da kann man dann so die Keys vom Gegenüber verifizieren. Wie haben wir das früher gemacht? Lange Hexketten abgeglichen. Super, oder? Hexadezimal ist immer gut, das kann man auch schön vorlesen. Das ist überhaupt kein Problem. Matrix hat jetzt eine Möglichkeit, Fingerprints als Emoji-Ketten darzustellen und eine Fingerprint-Verification so zu machen. Prinzipiell eine nette Idee, weil es ist irgendwie netter anzusehen als eine Wand voll Hexcodes. Wenn ich mir jetzt überlege, was manche Leute in manche Emojis hineininterpretieren, kann ich mir so einen Fingerprint-Vergleich schon unterhaltsam vorstellen. Und kulturell gibt es ja auch keinerlei Unterschiede und hoffen wir, dass sie das Pistolen-Emoji nicht verwenden dafür. Es gibt ein Paper dazu, was auch ein Security-Audit von diesem Prozess macht und schneidet gar nicht schlecht ab, wollte man nicht glauben. Falls ihr noch ein Fernsehgerät habt, das ist dieses lineare YouTube, ja, wo quasi die Playlist von alleine rennt und ihr könnt eigentlich nicht wirklich viel drauf zugreifen, aber ihr habt zumindest mehrere Playlists parallel. Manche von diesen smarten Fernsehern können sich auch mit WLAN verbinden. Also Internet auf Fernseher. Wie kriege ich jetzt den Fernseher in mein WLAN? Naja, der scannt nach WLANs und zeigt mir eine Liste von SSIDs an, von WLAN-Namen. Ich kann natürlich auch Emoji-WLAN-Namen tun. Ist jetzt blöd, wenn die Darstellung von der Liste dann nicht mit 4 Byte Unicode-Charaktern zurechtkommt und mein Fernseher abschmiert. Noch blöder ist es, wenn das Ding diese Liste cached, bevor sie dargestellt wird und erst danach abschmiert. Das heißt, jedes Mal, wenn der Fernseher hochfährt und ich das mit dem WLAN einrichten will, crasht das Ding, bevor es nach neuen WLANs scannen will, weil ich habe das irgendwo gelesen, habe mein WLAN umbenannt und der Fernseher crasht immer noch. Vielleicht auch eine Bildungsmaßnahme. Mobiltelefone, da sind wir jetzt bei den Passwörtern. Also ja, es gibt Menschen, die unterstützen Passwörter mit Emojis, finde ich gut. Ja. Apple hat auch so eine schöne Sache, wo du dein Telefon locken kannst mit einem Passcode. Den kann ich vergeben und dann sperre ich das Telefon und dann muss ich den Passcode eingeben, wenn ich keine Fingerabdrücke mehr habe und, oder kein Gesicht. Und dann kann ich das Telefon wieder entsperren. Jetzt kann ich natürlich zwischen verschiedenen Sprachen umschalten bei Tastaturen, zwischen Ungarisch und was weiß ich was, Deutsch-Englisch-Emoji und denke mir, ha, ich mache jetzt ein cooles Passwort. Ja. Kommt nie wer drauf. Vergebe mein Passwort mit Emoji, locke mein Telefon, möchte mein Telefon anlocken, fange an zu tippen, möchte umschalten auf das Emoji-Keyboard und das geht am Lockscreen nicht. Dieses Gerät ist nun sicher versperrt. Wahre Begebenheit. Wurde gefixt. Inzwischen lässt Apple Menschen beim Vergeben des Passcodes keine Emoji mehr auswählen. Der richtige Fix wäre gewesen, am Lockscreen auch Emoji zu erlauben, natürlich. Ich meine, es ist ja auf der Hand. Monitoring-Systeme in der IT. Es gibt Menschen, die verwenden das noch. Bevor ich jetzt hier ein Zero-Day droppe, falls ihr mal Webseiten ausliefert und einen X-Emoji-HTTP-Response-Header dort konfiguriert, warum auch immer Mensch das täte, kann passieren, dass das zu einem
Falls-Down-Event führt, weil auf der anderen Seite beim Monitoring-System ein uraltes Skript abschmiert, weil da auf einmal eine Byte-Sequenz kommt, die im Seed nicht mehr geht oder so. Schaut mal nach, was so eure Monitoring-Systeme tun, wenn ihr sie mit Emoji bewerft. Was hat die Zukunft auch für uns noch vorbereitet? Die Zukunft ist nämlich schon da, tragischerweise, Animoji. Ja? Wir wissen ja aus dem Cyberspace, er ist 640x480 und besteht aus animierten GIFs. Die meisten davon drehen sich. Damit kann ich mit Face-Tracking animierte Emojis machen, die meiner Face-Gesichtsmimik folgen. Vielleicht findet ihr irgendwie Menschen mit modernen Apfelgeräten, die können das schon, und mit anderen geht es inzwischen auch. Gibt es schon. Mi-Moji, ja? Mach dich selbst zu deinem eigenen Emoji. So diese Nintendo-Mis gab es ja auch schon. Das geht jetzt auch mit Emojis. Also quasi dein eigener Avatar in Second World als Mimoji. Custom Emoji gibt es auch. Das ist so mit, es gibt noch nicht genug mit den mehreren tausend. Wir brauchen mehr Emoji. Falls ihr im Fediverse seid, Chaos.social, die kuscheligste Instanz im Fediverse, bietet unter anderem diese Custom Emoji an, die ihr dann so mit Doppelpunkt-Dingens hineintun könnt. Also da ist auch so ein Antifa und ein Anarchie-Dings, weil Anarchie... Eine Fairy Dust? Ja, natürlich. Aber keine Mate. Keine Mate. @Ordnung, @Chaos.social, bitte notiert, Mate-Emoji nachliefern. Und ja, Anarchie macht mit Freundinnen einfach mehr Spaß. Wer kümmert sich jetzt um die Zukunft von Emoji? Das macht das Unicode-Konsortium und das nimmt Proposals, also Vorschläge, entgegen. Das ist jetzt für die, die jetzt konkret den Plan verfolgen, ein Mate-Emoji einzureichen. Aufpassen. Prinzipiell alle Menschen können das tun. Schaut euch an, was es schon an Vorschlägen gibt und vor allem auch, was schon abgewiesen wurde. Die Chance, dass es nochmal abgewiesen wird, ist dann relativ groß. Oder gibt es vielleicht schon andere Leute, die das in Arbeit haben? Es gibt irrsinnig viel Hilfestellung bei der Einreichung, bei der FAQ, wie das geht. Versteht die technischen Einschränkungen, versteht die sozialen und gesellschaftlichen Einschränkungen. Emoji sollen und dürfen nicht diskriminieren, sollen alle Menschen mit einschließen können, auf der ganzen Welt, über alle Kulturen hinweg. Es gibt auch sehr viele Emoji, die genau diese Repräsentation ermöglichen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch dein Emoji kann irgendwann auf allen Mobiltelefonen drauf sein. Ja? Deswegen, oh nein, ich habe ein Slide vergessen. Moment, ich mache gar ein Slide dazu. Kein Problem. Live Editing as we speak. Unicode 13, gleichzeitig der Emoji-Standard 13, kommt 2020 raus. Ein paar bereits erfolgreiche Einreichungen sind zum Beispiel Ninja, Mammut, Magic Wand, Screwdriver, Elevator, kann man auch irgendwie bestimmt falsch verstehen, wenn man möchte. Und exklusiv kann ich jetzt schon das Ninja-Emoji leaken. An dieser Stelle danke an Brian Deer für die Plato-Fotos und die Coconut-Screenshots, Gretchen McCulloch, die mit linguistischer und semiotischen Studien über Emoji irrsinnig viel über die sprachliche Verwendung herausgefunden hat, und den SwiftKey-Emoji-Report von 2015, der uns auch sehr viel darüber gelehrt hat. Falls ihr mich anreden wollt, bei einem Bier. Dankeschön. Mochi Backe, Mochi Backe. Welcher Schimaste? Ja. Komm gut nach Hause und kauf dir noch ein Bier, dann könnt ihr alle eure Fragen beantworten. Danke dir. Gerne. Falls ihr noch nicht genug Emoji habt, gibt's auch. Warnung: IMDb-Score 3,2, Rotten Tomatoes 7%. Und es gibt auch die The Emoji Movie VR Experience.